Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise, dem Solo-Projekt. Beim letzten Mal haben wir gegen Rathalos gekämpft und nun wollen wir uns dem nächsten Monster widmen. Auf der 6 Sterne müssen das hier sein, ne? 6 Sterne Tafel, genau. Und dieses wäre halt das Bariot, wie schon erwähnt, ne? Die wartende Frau sagt: Mein Freund kommt gleich zu meinem Geburtstag besuchen. Oh, danke. Jedenfalls kommt er über die Frostinseln her und ich habe gehört, dass da ein Bariot gesehen wurde. Hör zu, ich habe mich nicht umsonst aufgedonnert. Sorg dafür, dass er sicher ankommt. Wer, der Bariot oder der Freund? Das ist jetzt ein bisschen unklar. Unklar definiert in der Quest. Aber gut, dann kümmern wir uns mal darum. Werden wir den Bariot mal in seine Schranken weisen, ne, dass er da nicht einfach mir nichts, dir nichts, irgendwelche Freunde aufhält und platt machen kann. Soll er sich lieber mit uns begnügen, ne? Also mal schauen. So, hier wieder den ganzen Kram mit sich mitnehmen und schleppen und alles einfach dabei haben. So, was haben wir denn hier? Ein Aknosom können wir nehmen. Dann ist da noch ein Somnakant zum Reiten. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Ja, ich werde wohl oder übel in der nächsten Folge... Das muss ich jetzt leider schon mal vorweg sagen, ansonsten habe ich da leider nicht die Zeit für. In der nächsten Folge werden wir auch nochmal die 6-Sterne-Quests weitermachen. Ne, da wird keine Offscreen-Farming-Session stattfinden, denn ja, ich habe sonst gar nicht die Zeit, ne, weil wenn ich jetzt... Was mache ich denn? Wenn ich jetzt nach dieser Folge hier eine Farming-Session einlegen würde, kann es passieren, dass ihr dann für den nächsten Tag, ne, falls ihr das ja alles zeitnah schauen solltet und so, habt ihr sonst für den nächsten Tag keine Folge. Deswegen werde ich wohl noch, nachdem wir Bariot besiegt haben, in der nächsten Folge halt... Mal schauen. Auch nochmal irgendein Monster bekämpfen. Somnakant oder so, ne? Wir werden gucken, was wir schaffen. Und dann werde ich farmen. Offscreen farmen, Bariot und so, ne? Das hat gesessen. So, Bariot. Nimm das. Du Bösewicht. So, ich versuche dann bei Bariot mich auch da wieder. Wie bei Rathalos und Nagakuga. Also wie bei Nagakuga ist eigentlich auch geplant war, was wir leider nicht geschafft haben, auf den Schweif zu konzentrieren. Yikes. Okay, ich muss irgendwie versuchen wegzukommen. Der tut auch ganz schön weh, aber ich glaube, das tut gerade ein bisschen mehr weh. Weil ja gerade, wie man an den Augen sieht,
Er ist wütend. Wer mag es glauben, wenn die Monster wütend sind, dann sind sie ja leider auch etwas stärker. So, jetzt geht's wieder, hat sich beruhigt. Perfekt. Nicht perfekt. Aber gut, er wäre sowieso weggelaufen. Das heißt, selbst wenn ich seinen Schweif jetzt getroffen hätte, hätte ich mich ja sowieso nicht dran geheftet. Also, was soll's. So. Oh cool, er macht uns unser Kant schon mal ready. Das finde ich gut. So. Hier, schlaf ein. So, wir warten kurz, ne, weil es kriegt jetzt doppelten Schaden. Das bedeutet hier das, bam. Hat mehr Schaden gemacht. Sehr gut. Aua. Ist gar nicht so leicht. Ne, ihr merkt gerade, an sich so Angriffe jetzt bei Barrio 3 zu bekommen, ist okay. Das geht eigentlich. Weil ich fokussiere mich gerade zu sehr darauf, diesen blöden Schweif zu treffen, damit wir halt, was das betrifft, so extra Material haben. Ne? Ich weiß nämlich nicht, ob wir was ultra Seltenes von ihm brauchen werden. Für die Morphaxt dann. Und deswegen, hänge ich halt hier so ein bisschen nach, so dass das ein bisschen unbeholfen aus alles, aber ich treffe einfach nicht. Noch das nächste so. Okay, gut, jetzt muss ich wegrollen. Das war mehr als knapp gerade. So, ich bin voll geheilt. Ja, das habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass Barrio so abgeht. Dass der so flink ist, so ganze Zeit einen auch hin und her schlägt. Also ich komme wirklich fast gar nicht zum Angreifen.
Ja, wenn ich dann diesen Rammer macht, genau, dann zack, stehe ich halt auf, will weiter angreifen, macht das schon das nächste da. Aber gut, beim letzten Mal haben wir ihn auch im niedrigrangigen Bereich mit Bogen gemacht, ne? So, endlich, da ist der Schweif ab, jetzt kann ich mich... viel mehr darauf konzentrieren hier. Kralle stutzen wir mal. Muss ich kurz wieder ein bisschen abwarten, ne? Genau deswegen, weil er springt gerade nur hin und her. Ihr seht es ja gerade, ne? Ich komme gerade... Wow, okay. Ich komme gerade leider gar nicht dazu, es anzugreifen. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Ich warte einfach. Bis es sich so ein bisschen beruhigt hat. So, dann schön hier an die Kralle rankommen. Ich mache jetzt einfach eine Entladung, warum nicht? Ich hoffe einfach, dass das... Wow, die hat sogar noch getroffen. Ich habe eigentlich darauf ge... Ja... Wie soll man das nennen? Ich habe es auf den Zufall darauf ankommen lassen gerade, dass das Bariot... hinfällt, ne? Dass wir so viel Schaden auf dem Arm jetzt gemacht haben durch die Explosion. Das ist einfach hinplumpst. Aber die Idee ist leider nicht eingetroffen. Vielleicht jetzt. Ja, das meine ich halt. So, bam, bam. Machen wir nochmal so eine Entladung. Hier, nimm das. Lol. Jetzt auf einmal, ne? Jetzt klappt das alles. Ist ja nur doof, dass wir jetzt gerade keine Schärfe haben mit der Waffe. So, schön eng Gang rein, ne? Ihr kennt das Ganze. Kann auch nichts schief gehen. So, und ich entlade jetzt nochmal hier am Kopf. So, dann müsste es auch jetzt vorbei sein. Insbesondere am Ende müsste ihn... Ja, wow. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich bin... Ich wurde in die Mauer geklippt, weil ich an seinen Kopf dran war. Von Bariot. Und deswegen bin ich runtergefallen. Na, schade, ich wollte so. Ich wollte es episch spenden, es tut mir leid. Ich wollte komplette Entladung am Kopf machen. Aber es hat mich in den. In die Wand da reingeklippt. Und wenn der Jäger halt in diesem Spiel, dann weiß halt, das habe ich schon mal erzählt, ne? Das sind ja so die Momente,
an dem der Jäger dann aufhört, mit der Morphaxt sich an dem Monster festzuhalten. Entweder wenn man in eine Wand rein gedrückt wird, ne? Das heißt, das Monster ist mit dem Kopf in der Wand drin. Und der Jäger ist damit dann auch in der Wand. Wird er automatisch abgesetzt, also lässt er automatisch los, damit wahrscheinlich durch diese Explosion, diesen Rückstoß, den man da erleidet, damit man nicht irgendwie außerhalb der Map fällt. Ich glaube, das ist der Grund dahinter, ne, warum das so gemacht wurde. Ärgerlich halt nur, dass es dadurch sehr, sehr oft eben diese Momente gibt, wie wir es gerade gesehen haben, dass man halt dann in seinem Angriff unterbrochen wird, was jetzt auch nicht so unbedingt geil ist, ne? Machen wir es halt so. Naja. Unsere Waffe war sowieso relativ unscharf. Also schon im orangen Bereich und so. Wer weiß, ob die Explosion überhaupt ausgereicht hätte da im Kopf. Aber gut, damit haben wir Bariot besiegt. Dann schauen wir gleich mal, was wir denn benötigen würden. Für die Verbesserung der Morphaxt. Um die Eismorphaxt halt abzugraden. Und dann schauen wir, ja, welches Monster wir als nächstes auf die Liste schreiben können. Damit wir das in der nächsten Quest machen können. Ich denke mal, Somnarkand oder sowas würde ganz gut passen. Wenn wir das dann haben, dann kann ich mich auf Sammeltour begeben, in dem Sinne, ne? Oh, das könnte ich euch sonst zeigen, gleich nochmal die Sammeltour. Das mit dem Geld sammeln, ne? Wie man am besten hier in Monster Hunter quasi Geld macht. Also was so die perfekte Route wäre und sowas, ne? Oder was man beachten sollte. Eine weitere gigantische Welle randalierender Monster ist im Anmarsch, Martox. Die Windschlange Bushi lenkt die Horde von hinten. Du musst die Bestie zur Strecke bringen. Der Verteidigungstrupp der Festung wird alles tun, um Ibushi aus der Reserve zu locken. Du wartest dann im Inneren. Das Unheil, das Kamura bedroht, wird heute sein Ende finden. Also gut, Martox, unser Schicksal liegt in deiner Hand. Mach dich an die Arbeit. Okay. Hinoa, ich habe eine dringende Quest für dich. Die Zeit ist endlich gekommen, um die Windschlange Ibushi zu erlegen, Martox. Auch wenn meine Schwester es dem Dorf zuliebe verbirgt, leidet sie in ihrem Innersten doch sehr. Hätte ich doch nur ihre Kräfte, dann würde ich mit ihr tauschen. Na, warum bin ich so... Verzeih. Ich flehe dich an, Martox. Bitte, rette das Dorf. Rette meine Schwester. Jo, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt schon weitergeht, denn wir haben doch gerade erstmal 1, 2, 3 Quests erledigt. Hier, da steht auch erfüllte Hauptquest 3 von 5. Interessant, dass es jetzt schon weitergeht. Dann, na gut. So, was haben wir denn hier? Schlangengott des Winds. Gut, die machen wir jetzt natürlich nicht. Die werden wir nach dem ganzen Farming-Session und so, ne, nachdem ich das erledigt habe, erfüllen. Jetzt erstmal wollen wir nach einer Waffe gucken. So, Bariot. Was brauchst du denn? Frierbeutel. Und da sieht man wieder nicht, was man als nächstes braucht. Okay, zack, kommst du auf die Wunschliste. Haben wir das auch erledigt? Oh, hier sind neue Waffen aufgetaucht. Okay. Auch hier Giratolus und sowas, Verbesserung. Interessant. Drachenelementwaffe. Kraftfiole ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig.
Almudron-Zeug, Buggy. Irgendwas mit Feuer und Fragezeichen. Es gibt eine Nagakuga-Morphaxt, ehrlich. Mit Giftfiole und sowas, okay. So, okay. Aber sonst haben wir nichts weiter, alles klar. Wie sieht denn die Wunschliste gerade aus? Wir haben die Nagakuga-Teile noch zu sammeln, dann alle Rathalos-Sachen. Und Bernstein. Den Bernstein-Hieb, okay. Gut, dann schaue ich nochmal bei den Jägern hier nach. So, die haben jetzt uns nämlich hier das finstere Dunkeltuch, so rum hieß das, mitgebracht. Oh, hier, guck mal, bringen sie uns extra Apfel mit. Okay, nehmen wir mal mit. Und jetzt, wo wir das Tuch haben, können wir jetzt von unserer Drachenmorphaxt die Verbesserung sehen. Ja, wir können sehen, was wir brauchen. Okay. Das heißt, die kann ich dann auch noch farmen. Wir haben sogar alles, ne? Radrückenmark. Rathalos ist ja sowieso auf der Wunschliste, ne? Müssen wir sowieso farmen. Das heißt, zack. Somit haben wir dann auch das Dunkeltuch. Also das finstere Dunkeltuch bekommen und können damit auch die Drachenmorphax dann auf den hohen Rang aufwerten. So, das sieht gut aus. Bezüglich der Rüstung und sowas, ne, was habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Oder habe ich ja beim letzten Mal gesagt, dass ich ja gerne die Rüstung und sowas, die ich als Morphax im privaten Speicher benutze, hier gerne übernehmen will. Sofern ist das möglich, es fehlt nur eine bestimmte Rüstung. Ich glaube, die haben wir nämlich noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen weiterspielen. Beziehungsweise Material habe ich noch nicht gefunden. Da muss ich mich nochmal belesen, wo man das herbekommt. Und das wäre so ein Omega-Kürbis. Ja, die haben wir noch nicht. Da muss ich mich nochmal belesen. Das habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Und dann könnten wir die Rüstung theoretisch nachbauen. Ja, gut. So, dann, oh, nee, Moment, wo ich gerade hier war, hätte ich gleich mal gucken können. Rüstung schmieden. Was haben die denn hier für Effekte? Göttlicher Segen und so, das ist nicht das, was ich will. Hier Geologe. Das müsste es sein, das Lederset hier. Das zweimal. Ach, das ist nur mit Geld. Okay. Also hier das Lederset, ne? Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie sammeln wollt oder so, ne? Ihr habt Geologe, Hungerwiderstand, Botaniker, Spezialmunitionsbus, Wiederholung. Ich sag mal so, es geht jetzt nur um den Geologeneffekt, ne? Der Geologe macht nämlich, lässt dich einmal häufiger an Förderplätzen sammeln als normal. Hungerwiderstand ist auch ganz nice. Botaniker macht halt Kräuter mehr. Das ist aber egal. Ne? Das heißt also, wir werden uns jetzt, also ich werde mir jetzt hier dieses Lederset kaufen für Geld. Wir können es uns auch bauen, ne, mit Bulfango-Pelz und Erdkristallen. Ich meine, komm, das, was wir haben, bauen wir einfach mal. So können wir ein bisschen Geld sparen. So. Und so. Dann haben wir das nämlich. Dieses ganze Set. Und dann, ich zeige euch das nur kurz, ne, damit ihr das auch mal gesehen habt. Das reicht ja noch in dieser Folge, das schnell mal zu machen. So, dann verwalten wir unsere Ausrüstung. Und ziehen das mal komplett an, das Set. Und speichern das mal als Ausrüstungsset hier. Zack, speichern wir und benennen es um in Sammler. Das ist aber das Sammler-Set. So, ja. Und damit geht hier einfach. Also es gibt noch hier noch eine wichtige
Sache vorweg. Es wäre cool, das ist aber nicht wirklich Pflicht, wenn ihr hier bei dem täglichen Effekt, jetzt wo hier reicher Mann steht, ne, da bräuchtet ihr, wir halten jetzt zum Beispiel am Ende einer Quest, halten wir mehr Zenny. Wenn wir hier Ernte-Profi oder irgendwie so heißt das, oder Erntemeister haben, das wäre halt, um das zu verbessern, den, also beziehungsweise um es halt zu optimieren, ne, wäre das möglich. Das heißt, unsere Zusammensetzung wäre hier Erntetyp. Was man noch einnehmen könnte, wäre Nimmersatt. Also nur für den Anfang, damit man besser dahin kommt. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch nichts mehr so wirklich, was. Ja, hier erhöht die beim Sammeln erhaltene Honigmenge. Kann man nehmen. So, jetzt kann man es hier auch nochmal Z speichern. So, und das können wir auch nochmal umbenennen in Sammler. Ja. So. Genau, und da muss man immer nur drauf achten, ob man halt anstatt den Bonze-Effekt, der ganz obere, ob das so Erntehelfer oder so ähnlich heißt das, dann isst man den, ne, also würde man den essen. Und dann ist sehr, sehr wichtig, dass ihr hier bei den Higher Rank Quest Expeditionen müsst ihr die Höhlen haben, ne, die hochrangigen Höhlen, und dann geht ihr einmal auf R und schaut, was gerade für eine Ortsinfo ganz oben. Ne, ihr seht ja hier Erkundung der Höhlen, jetzt steht da ganz oben Ortsinfo. Und sehr, sehr wichtig ist, dass ihr hier seht Bonus-Förderplätze. Ja, das ist das Wichtigste. Ihr müsst diese Förderplätze haben. Dann gehen wir mal ganz kurz rein. Ich zeige euch dann mal kurz, wie dann so gesehen die Sammlertor aussieht. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr es habt. Ist jetzt nicht so unbedingt nötig. Aber wenn ihr es haben würdet, könntet ihr in diese Rüstung auch, weil das einfach zum Fortbewegen richtig cool ist. Hier die Ausweichdistanz, wo war die? Das war nicht das, was ich meinte. Ah, die haben wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, das können wir noch nicht. Okay. Ja, später, wenn ihr das als Juwel hier bauen könnt, als Dekoration, wäre es noch angebracht, Ausweichdistanz vielleicht in die Rüstung reinzuballern, auf Maximum, in diese Sammlerrüstung. Weil dann könnt ihr halt, ja, mit dem Seilkäfer und so, ne, wie ihr es ja bei mir bei der Morphax schon gesehen habt, auch diese langen Rollen machen. So. Genau, und jetzt ist halt der Weg, ich gehe immer nach hier oben. Ich fange die Sammeltour hier oben an. Zack. Geh dann schnurstracks hier runter. Das ist jetzt egal, dass wir nicht so viel Ausdauer haben. Ist jetzt eh nicht so wichtig. Aber den können wir mal mitnehmen hier. Der bringt manchmal Rüstkugeln. Zack, seht ihr? Harte Rüstkugel. So, jetzt ist wichtig, dass ihr hier, wenn ihr hier runterspringt, euch da oben reinfallen lasst. Hier. Zack. In diesen kleinen Ort. Und jetzt könnt ihr hier sammeln. Bop. Und dann kriegt ihr richtig krasse Sachen, wie ihr seht, ne? Hier Feuerzellenstein, Fusiumerz. Richtig cool. Dann geht's jetzt hier runter. Zack, wie gesagt, hättet ihr jetzt Ausweichdistanz 3, würde das hier ziemlich viel euren Weg erleichtern in dem Sinne. So, dann habt ihr hier noch ein Erz. Ich nehme die Ausdauer-Ölitze noch hier mit. Dann geht's direkt hier in diese kleine Höhle rein. Dann habt ihr hier nochmal einen Förderplatz. Dann geht's hier hoch. Dann gibt's hier so eine kleine Höhle, in die ihr rein könnt. Dann ist hier nämlich noch ein Förderplatz. Zack, dann geht's hier nochmal hoch. Ne? Hier seht ihr so einen kleinen Ab. Sind ja Vorsprünge, nicht Absprünge. Könnt ihr da nochmal hoch? Ich weiß nicht, war hier oben noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann ging es direkt weiter runter, genau. So, dann geht's hier lang. Habt ihr hier zwei.
Nummer 1 und Nummer 2. Weiß gar nicht, hinten war nichts, ne? Ich glaube, dann könnt ihr halt hier hoch. Zack. Und hier lang. Hui. Aufpassen, dass er halt nicht so weit springt. Zack. Nehmt den hier mit. Dann da unten seht ihr schon, hier, der gibt's, den gibt's noch. So. Dann geht die hier durch. Dupdidup. Hey. Und dann geht's hier wieder zurück. Ne, Moment, hier geht's nicht zurück. Das war Quatsch. Hier geht's ja noch weiter. Dann könnt ihr zum Beispiel wieder euren Palamute rufen, wenn ihr wollt. Weil hier ist nämlich noch was. Dann könntet ihr theoretisch, um es euch ein bisschen zu erleichtern, hier die Böenkrabbe mitnehmen. Dann hier hochgehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn... Ich glaube, der Weg ging noch weiter. Muss ich selber kurz mal schauen. Ob hier weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich die Tour weitergemacht habe. Nee, ich glaube, ich bin dann ab hier, nachdem ich die Böenkrabbe geholt habe, wieder zurück. War hier noch irgendwo ein Förderplatz? Ach, hier oben, genau. Hier gibt es dann noch einen. Und dann gehe ich immer zurück. Da könnt ihr euch hier an dieser riesigen Säule orientieren, ne? Das ist der Ort, bei dem ihr da oben auch hin könnt. Und da könnt ihr dann halt theoretisch ja, die Böenkrabbe hier nehmen. Die hilft euch da... Ups, das war natürlich die falsche Richtung. Die hilft euch da natürlich ein bisschen. Und dann könnt ihr hier warten. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr das letzte Erz da geholt habt, hier und dann wieder hier oben hin. Und dann leichter auf diesen Vorsprung, ne? Ja, dann wartet ihr einfach, bis das hier wieder respawnt ist. Hättet ihr jetzt diesen Erntehelfer oder wie der Effekt auch immer noch heißt. Ich weiß nicht mehr, wie er richtig heißt. Irgendwie Erntetyp oder so. dann respawnen diese Stellen, also tauchen die schneller wieder auf. So, und dann fangt wieder von vorne an. Das ist dann die Tour. So, und dann geht's wieder weiter. Und dann geht hier wieder den Weg. Und das wiederholt ihr dann so lange, bis das Spiel euch plötzlich sagt, Ortsinfo hat sich gewechselt. Weil wenn die Ortsinfo sich wechselt, müsst ihr hier auf Questinfo gehen. Auf die Seite und schauen, ob bei der Ortsinfo... ganz unten steht's da, Ortsinfo. Steht hier fast ganz unten. Ob da immer noch Bonusförderplätze ist, weil der Bonusförderplätze heißt halt, ihr kriegt pro Erz, was ihr halt abbaut, immer mehr. Immer, glaube ich, ein Stück mehr. Deswegen kriegen wir auch drei. Ja, ihr seht jetzt hier, wir kriegen drei Fusiumerze, drei Schmelzsteine und so, weil wir eins normalerweise bekommen. Eins kriegen wir durch Förderplätze und eins durch den Geologen in der Rüstung. Ja, das wäre auf jeden Fall dann so die Tour, die man dann hier mal wieder abgeht. Wenn die Ortsinfo sich dann gewechselt hat, beendet man hier seine Sammeltour. Also sofern die Förderplätze in der Ortsinfo nicht mehr drin sind, ne, sobald das verschwunden ist, dann kriegt man hier noch von seinen... Das könnte man halt auch machen, ne, dass man sich zwei Palikos mitnimmt, die sammeln, die auf Sammeln ausgelegt sind, dann bringt ihr dann auch noch hier Sachen mit. Und dann holt man sich diese ganzen Erze mehrmals und dann könnt ihr diese Erze verkaufen. Ja, weil die bringen dann am Ende richtig viel Geld. Also wenn man das sehr, sehr viel macht, hat man diese Erze Unmengen im Inventar, beziehungsweise in der Truhe. Da kann ich das gleich mal zeigen. So, ich habe jetzt auch nur euch diese Erntetour gezeigt, damit ich, falls wir mal Geldnot haben, das auch offscreen machen kann. Weil jetzt habt ihr es ja gesehen. So, und diese Erze. Zum Beispiel hier allein dieser Feuerzellenstein, wenn ihr den richtig oft habt,
Der kostet halt 1720 oder hat einen Wert von 1720. Na, einer davon. Können wir hier kurz sortieren. Gucken, wo die Erze so rumliegen. Muss gerade mich mal orientieren. Wo waren die denn? Hier oben. So, dann haben wir hier zum Beispiel Fusium-Erz 58. Und wenn wir davon jetzt zum Beispiel welche verkaufen wollen würden, alle 58, würden wir 59.000 kriegen. Ja, und das könnt ihr mit diesen Erzen, die ihr hier findet, dann alle machen. Ja, ihr könnt dann das Kabalit-Erz verkaufen, habt ihr 26.000. Die Feuerzellensteine, wie schon erwähnt, kriegen wir 25.000. Die Schmelzsteine, die man da ja auch zuhauf kriegt, kriegen wir dann 46.000 und so weiter. Ne? So könnt ihr halt Geld machen. Und trotzdem immer wieder diese Materialien neu sammeln, weil die gibt es da ja zuhauf, ne? Aber gut, ich werde mich mal vorbereiten. Somnakant wird unser nächstes Ziel sein für die nächste Folge. Das heißt, ich schaue nochmal. Ich glaube, es war Donner, ne? Das gegen das Somnakant empfindlich war. Ja. So, dann wechseln wir jetzt nämlich wieder die Rüstung. Zur Donnermorphax. Da haben wir das nämlich auch wieder erledigt. So, dann danke ich euch fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Das war's dann wieder mit Monster Hunter Rise für dieses Mal. In der nächsten Folge werden wir nochmal Somnakant machen. Und danach werde ich wieder eine große Sammeltour, eine Offscreen-Sammeltour beginnen. Damit wir die Sachen auf der Wunschliste abarbeiten können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.